Ihr Lieben, es heißt wieder täglich grüßt das Murmeltier, und zwar im Nachtflutnest. Und ich muss jetzt nochmal hier den Schmarrn erledigen. Und zwar scheint es so, dass die eigentliche Garnisonsquest nicht ausreicht, um den Meta-Erfolg fürs Fliegen zu bekommen. Nein, man braucht vielmehr auch diese Aspexis-Quest. Wenn man die nicht hat, kommt man nicht weit, beziehungsweise man kann den Schmarrn dann hier abschließen, bekommt aber nicht den Meta-Erfolg gut geschrieben. Was in der Hinsicht für uns natürlich katastrophal ist, weil es ja natürlich auch eigentlich der einzige Grund ist, warum ich hier bin. Ja, ich mache diesen Schmarrn ja nicht, weil ich irgendwie so sehr die Aspexis-Kristalle brauche, sondern ich mache das hauptsächlich deswegen, um das Fliegen in Draenor zu erlernen. Oh, ich guckt euch mal an, wie viele Eier hier sind. Alter Schwede. Oh, hier. Mist. Da habe ich einen gepult. Da war ich näher dran, als ich gedacht hatte. So, wir haben jetzt 27%. Mal gucken, wie viel wir danach haben. Das grenzt ja richtig in Arbeit, hier die ganzen Eier zu zerschlagen. Das war's. 43. Von 27 auf 43%. Ich sag mal, das ist eine ganz okay, ganz gute Ausbeute, oder? Also ich würde sagen, das ist hier einer der einfacheren, ja, Missionen. Der Aspexis-Mission, weil man einfach hier relativ fix auf seine Prozente kommt. Wobei ich mir vorstellen kann, dass das früher nicht so war. Ich habe ja, wie gesagt, früher nie diesen Schmarrn hier gemacht, weil ich mich dafür auch nicht interessiert habe. Und ganz am Anfang konnte man ja auch gar nicht fliegen lernen. Das heißt, als ich noch richtig drin war hier, in der ganzen Materie, da konnte man noch gar nicht fliegen. Es kam ja dann erst später dazu. Und dementsprechend hatte ich dann damals auch nicht die Möglichkeit, mich dazu zu motivieren. Erst als das Ganze schon, also als meine Motivation für Warlords of Draenor schon deutlich abgeschwächt war, erst da haben sie dann halt das epische Fliegen implementiert. Und dann haben sie natürlich dann echt so einen Super-GAU gemacht, indem du da wirklich einiges machen musstest. Und schon damals habe ich mich ziemlich krass davor gedrückt, die Ruffraktion hoch zu pushen, obwohl es damals schon einige Leute gemacht haben. Im Endeffekt war das wohl ein Fehler, ja, weil jetzt müsste ich halt den Schmarrn nicht mehr machen. Da ich es damals allerdings nicht gemacht habe, stehe ich jetzt natürlich noch in der Schuld, dass ich das Ganze hochbringen muss. Da kann man sich schönere Sachen vorstellen in seiner Freizeit, als solche Ruffraktionen hochzubringen. Das weckt einfach dann auch alte Erinnerungen. Ach, guck mal hier. Ist auch ganz viel. Alte Erinnerungen an alte Grind-Sessions. Wobei ich ja damals zu Vanilla-Zeiten tatsächlich auch grindet habe, um tatsächlich Level-Ups zu bekommen. Weil ich einfach nicht wusste, wo soll ich jetzt questen. Alte Geschichte, lange Geschichte, oft genug erzählt. Ich und mein kleiner Taurenkrieger damals. Allein im Brachland. Die unüberwindbare Grenze zum Eschental vor Augen. Und keine Möglichkeit, dorthin zu kommen. Das waren noch Zeiten. In einer gewissen Art und Weise vermisse ich sie ja auch. Das unbeschwerte Leben damals. Mittlerweile ist alles irgendwie nicht mehr ganz so einfach. Sei es jetzt nun in-game oder auch im Real Life. Das ist mir letztens auch erstmal wieder vor Augen geführt worden. Es wird immer... Jetzt ist auch schon wieder zu spät. Ich nehme sie immer wieder an und dann muss ich sie wieder dodgen, weil es mir zeitlich nicht passt. Also es ist, um nochmal zurückzukommen, es wird immer härter im Leben. Es ist tatsächlich so, dass...
man damals in der Schulzeit nicht schnell genug fertig werden konnte. Das ist jetzt mittlerweile auch schon mehr als ein halbes Jahrzehnt her, dass das letzte Mal in der Schule war. Mittlerweile 6 Jahre, bald 7. Ja, okay, 6 Jahre, dass ich das letzte Mal in der Schule war. Und es wird immer härter, es wird immer härter. Glaubt mal nicht, es wird nach der Schule toll oder schön. Klar, man fängt mit dem Studium an, meinetwegen. Also gerade für Studenten gilt das wohl. Ersten Semester, manche mehr, manche weniger, machen da quasi gar nichts für die Uni, sondern machen das ganze Semester eigentlich nur durch Party. Aber das ist ein Schein, ja, der da irgendwie noch versucht wird, aufrechtzuerhalten. In Wahrheit wird das Leben einfach immer härter und immer unfairer. Also man muss immer mehr arbeiten. Das Leben, es ist mir erst letztens aufgefallen, das Leben besteht bei mir wirklich nur noch aus Prüfungen und es wird so schnell auch einfach nicht auffallen. Also ich muss mich einfach damit abfinden, dass ich in den nächsten 5-6 Jahren einfach die ganze Zeit beweisen muss, was ich kann. Und das mit mündlichen, schriftlichen Prüfungen so Gott denn will, ja, weil wenn nicht, dann fliege ich halt vorher schon raus, dann kann ich mir die restlichen Prüfungen halt auch schenken. Wenn ich raus bin, bin ich raus. Das ist nun mal so. Aber ich denke, dass ich da nicht in diese Problematik kommen werde. Aber es ist tatsächlich so, dass es wirklich nicht leichter wird, ja. Und selbst wenn ich dann irgendwann fertig bin, also komplett fertig bin, und dann eine Festanstellung habe, da kommt auch wieder die neue große Unbekannte. Ja. Das Neue, worauf du dich einstellen musst. Und da ist dann im Zweifel wirklich jeder Tag eine Herausforderung. Nicht nur so kurze Perioden im Jahr, wo du dann mal Klausuren schreiben musst. Obwohl die Klausuren immer härter, immer heftiger werden. Die Vorbereitungen werden immer härter, immer heftiger. Es ist nicht ganz einfach. Und ich glaube, dass man das wirklich durch alle Sparten durchziehen kann. Sei es jetzt Ausbildung, Studium, egal was. Es wird einfach nicht einfacher. Und das soll jetzt nicht irgendwie so eine Quengelei sein, sondern es ist einfach eine Feststellung, die ich über die Jahre wirklich für mich, ja, getroffen habe. Also es ist einfach nicht wirklich machbar. Ja, sich über Wasser zu halten mit dem Motto, ja, komm, nach den Prüfungen ist ja vorbei. Ja, es ist nie vorbei. Es geht immer weiter. Es ist vorbei, wenn du tot bist oder in Rente bist. Und ich denke, selbst wenn du in Rente bist, oh, jetzt habe ich mich falsch teleportiert. Ist noch nicht bereit. Oh, dauert auch noch 2 Minuten. Selbst wenn du in Rente bist, ja, gibt es bestimmt auch wieder neue Herausforderungen. Muss ich mal gerade überlegen, wie komme ich denn am schnellsten nach Thunderbluff? Muss hier hin. Donnerfels. Am besten über Sturmwind, ne? Und dann über Booty Bay. Und dann Ratchet. Ich glaube, das ist am besten. Es wird immer härter, es wird immer mühseliger werden und umso eher man sich mit dieser Tatsache wirklich abgefunden hat, desto unbeschwerter kann man wahrscheinlich leben. Und ich habe mich langsam damit abgefunden. Hat nichts mit Selbstmitleid oder so zu tun, sondern einfach mit der Tatsache, dass das Lernen nie aufhört und dass der Prüfungsstress nie aufhört und dass man irgendwann einfach, ja, sich damit abgefunden hat, dass das nicht irgendwann aufhört, ja. Es ist nicht irgendwann so, ja, zack, fertig, jetzt kriegst du dein Geld und du versinkst in den tiefsten Alltag. Bei mir wird es leider niemals so sein, obwohl ich bin wirklich jemand, der könnte sich so einen richtig knallharten Alltag, so einen langweiligen Alltag, ne? Auf jeden Fall im Moment würde ich mir doch sehr, sehr wünschen, aber übrigens keine Flugroute nach Booty Bay, wie ich gerade gesehen habe. Das heißt, wir müssen so fliegen. Gott sei Dank haben wir ja Auto fliegen. Hochlebe Auto fliegen. Herr Blizzard, ich danke Ihnen vielmals für die Funktion des Autofliegens. Obwohl meine Autofliegen-Taste auch auf der Taste ist, wo man einen Screenshot macht. Das heißt, jedes Mal, wenn ich Autofliegen drücke, mache ich auch einen Screenshot, der auf meinen Desktop geht. Damit möchte ich jetzt übrigens niemanden irgendwie Angst machen oder Sorgen machen.
der noch zur Schule geht, aber man hört es immer wieder von allen, die fertig sind, ja, genießt die Schulzeit, so eine tolle Zeit kommt nie wieder, und ich kann es einfach nur unterstreichen. Ich hätte euch damals ausgelacht, wenn ihr mir das gesagt hättet. Gut, ihr müsst euch Sachen sagen lassen vom Lehrer, aber irgendwann müsst ihr euch immer und immer wieder Sachen sagen lassen, es sei denn, ihr seid irgendwann ganz oben angekommen, irgendwann, ja. Ansonsten gibt's immer jemanden, der über euch ist, und immer irgendjemanden, der euch irgendwas sagen möchte und euch irgendwas sagt und euch zurechtweist und euch mal die Ohren langzieht. Es gibt dann irgendwann keine Hausaufgaben mehr, sondern ganz normale Arbeit, ja. Und es ist halt, es hört nicht auf. Aber bei der Schulzeit hast du wenigstens noch, es läuft alles so in geregelten Bahnen. Du wirst geleitet, du wirst geführt quasi. Das hört nach der Schule schlagartig auf. Ganz krass aufgefallen ist es mir tatsächlich beim Jurastudium, wo du einfach überhaupt gar keinen Zwang hast, was zu tun. Du hast deine Prüfung. Und bis dahin musst du dich vorbereiten. Bestehst du die Prüfung? Bist du weiter? Fällst du durch? Bist du raus? Bist du exmatrikuliert? Ist Ende. Ende im Gelände. Und da kannst du dich nie wieder irgendwo in Deutschland für das Studium der Rechtswissenschaften anmelden. Bist du einmal aus einer Universität geflogen, weil du die Zwischenprüfung nicht geschafft hast, weil du nicht mehr versichert bist oder weil du gegen irgendwelche Richtlinien der Universität verstoßen hast. Keine Ahnung, irgendwelche harten Täuschungsversuche oder so, solche. Das muss man auch mal überlegen, ne? Das geht wirklich zur Strafanzeige gebracht, wenn das ein harter Verstoß ist. Also wenn du so wirklich knallhart betrügst, zum Beispiel beim Staatsexamen oder so. Stehen auch überall diese riesen Warnschilder, ja. Vorsicht, Vorsicht. Ja, aber wenn du dann einmal raus bist, ich weiß nicht, ob das in anderen Studiengängen auch der Fall ist, aber bei Rechtswissenschaften ist es auf jeden Fall so, bist du einmal raus, war's das. Dann kannst du dich nirgends in ganz Deutschland für das Studium der Rechtswissenschaften anmelden, an keiner Universität. Egal wie viel Geld du hast, egal wie viel Geld du investieren möchtest, es geht einfach nicht. Da unten ist übrigens das Schiff, das ich erwischen würde. Ich würde es sehr, sehr schön finden, wenn ich da jetzt einfach noch rankommen würde, bevor es ablegt, aber ich denke, bei meinem Glück legt das gleich los. Aber selbst wenn es jetzt loslegt, ich müsste es noch erreichen. Ja. Ja, sieht gut aus. Halleluja. Obwohl man das nicht unterschätzen darf, das Schiff ist ziemlich schnell irgendwann unterwegs. Das ist ja wirklich hervorragend. Dann kommen wir jetzt ja genau rechtzeitig. Der Soundtrack ist übrigens auch sehr schön. Dieser Tavernen-Soundtrack, den man immer in den Tavernen hört. Übrigens Ewigkeiten her, dass wir in Kalimdor waren, ne? Und in Redshed waren wir sowieso schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Ja gut, dann sind wir jetzt aber auch schon fast so gut wie sicher in Thunderbluff. Jetzt muss ich nochmal eben kurz schauen. Im Teich der Visionen Donnerfels angeln. Angeln haben wir ja. Hoffe ich. Haben wir Angeln? Das wäre natürlich bitter. Wir haben nicht Angeln. Fuck! Das kann ja wohl nicht wahr sein. Wo lerne ich denn jetzt Angeln auf die Schnelle? Oh nee. Ach verdammte Axt, ich bin auch so ein blöder Heini, ey. Ach scheiße. Und hier kann ich natürlich nirgends angeln. Wisst ihr was? Aber das Ding ist auch auf Cooldown. Ach, fuck, ehrlich. Ich breche ins Essen. Aber da fällt mir gerade sowieso was ein. Ich hätte mich auch direkt nach Terramor teleportieren können. Das wäre sowieso einfach gewesen. Da hätte ich gar nicht fliegen müssen. Scheiße, das wäre auch blöd. Da wäre ich ja direkt hier gelandet. Ach Gott, da hätte ich mir die ganze Flugroute sparen können. Ja, okay, dann geht's jetzt gerade noch sogar. Ne, ist sogar nicht so ätzend. Irgendwie hatte ich vergessen, dass ich einen TP nach Terramor habe. Allerdings ist es sowieso immer schon schwierig gewesen, als Allianz-Charakter, wenn du nicht gerade Magier bist oder ein Portal zur Verfügung hattest, nach Kalimdor zu kommen. Denn die einzige Hauptstadt der Allianz ist in Kalimdor, Danassus. Und Danassus liegt im nördlichsten Norden von ganz Kalimdor. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel in den Süden möchtest, nach Silithus, brauchst du eine Stunde, ja, gefühlt. Ätzend. Richtig ätzend. Nur hier. Was ich Angeln bis heute nicht gelernt habe, ist ja lächerlich.
Auf dann. So, ich brauche ja Gott sei Dank keine Angeln mehr. So, Terramor. Nicht Shadrat. Terramor. Da gab es übrigens auch eine sehr, sehr schöne Quest. Für Terramor. Haben wir die gemacht? Ist mir noch so vor Augen, weil die damals so besonders war, weil ich die vorher nie gesehen hatte. Keine Ahnung. Ja, liebe Leute, jetzt sind wir auch in Terramor. Ich mache jetzt hier dennoch erstmal kurz einen Cut. Wir hören uns hoffentlich beim nächsten Part wieder und dann geht's hier weiter mit Let's Play World of Warcraft. Macht's gut. Ciao.